Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sniper Elite 4. Wir werden nun in die Luarino-Werft gehen. Ein Aufklärungsflugzeug der Alliierten hat eine geheimnisvolle Fracht entdeckt, die zur Werft nach Luarino gebracht wurde. Die Aufgabe ist es, dich im Schutz der Dunkelheit dort hineinzuschleichen und dahinter zu kommen, was die Deutschen im Schilde führen. Finde heraus, woraus die Fracht besteht und wofür sie bestimmt ist. Bereite dann das Gebiet für einen geheimen Bombenangriff der Alliierten vor. Ja, wir spielen weiter wie bisher im Normal. Faire Herausforderung, vereinfachte Kugelballistik, unversöhnliche Feinde. Gut, ich bin ja auch unversöhnlich. Was ist der Fähigkeitenbaum? Oh. Herzfrequenz erhöhen. Mit der Fähigkeit auf das Ziel einnehmen. Munition beim Durchsuchen. Ist ja interessant. Okay. Ja, das könnten wir aber machen. Rang 10. Okay, gut. Wir starten das Spiel. Die Luarino-Werft. Es ist Abend. Gute Arbeit mit den Partisanen, Karl. Das OSS ist sehr zufrieden. Damit und mit Sizilien. Hab gehört, Operation Husky lief ziemlich gut für euch. Außerdem soll Eisenhower große Pläne haben. Eine Festlandinvasion. Ike hat immer große Pläne, Karl. Wichtig ist, das war ein Stich ins Wespennest. Die Sache kommt ins Rollen. Welche Sache? Von Ihrem Informanten? Dorfmann. Nein, diesmal nicht. Das ist direkt von den Jungs der Luftraumüberwachung. Es gibt eine Werft. Hier unten, an der Küste. Die Deutschen verschiffen dort was. Eine Idee, was das vielleicht sein könnte? Strenge Sicherheitsvorkehrungen scheint also verdammt wertvoll zu sein. Und da komme ich ins Spiel, hm? Richtig erkannt, mein Freund. Wir brauchen Details. Was es ist und wo sie es hinbringen. Und dann was? Klingt nach einer groß angelegten Operation der Deutschen. Dank Husky sind Bomber in der Region unterwegs. Also, wenn sie dann fertig sind mit dem, was sie da... Wieso geben sie unseren Jungs nicht ein Zeichen? Gut, deaktiviere oder zerstöre die Hafenfliegerabwehr. Ja, das mache ich gern. Finde heraus, wohin die Lieferungen gebracht werden. Und Eintritt auf. Ja, von Gerätbedingungen, klar mache ich. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Die Aufnahmen aus dem abgestürzten Flugzeug zeigen groß angelegte Waffenlieferungen auf dem Weg zur Werft in Luarino. Findet diese Waffen. Ende. Hab verstanden. Ende. So. Plündere die deutsche Waffenkammer. Weiß der Engel, wie schlimm es ist? Sie führt uns an. Sie hat andere Sorgen. Ohne sie sind wir gar nichts. Hab das Gefühl, sie zweifelt an sich. Sie ist bei uns, seit Böhms Leute ihren Vater geholt haben. Er war ein außergewöhnlicher Mann. Er wirft einen langen Schatten, ich weiß. Sie ist ihm eine würdige Nachfolgerin. Wenn ihr das nur klar wäre. Also holten ihn Böhms Leute? Man fand nie eine Leiche. Muss schwer für sie sein. Nicht nur das, Karl. Das OSS wusste von seiner Entführung. Aber er war nicht von strategischem Wert. Also wurde nichts unternommen. Gar nichts. Ja, gut, es ist Krieg. Arme Sophia. Beeindruckende Klinge. Sie gehörte meinem Vater. Gehörte? Böhms Männer holten ihn mitten in der Nacht. Und seitdem nichts. Kein Wort. Tut mir leid.
Wie sagte einst ein Dichter, eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. Mein Vater war dieser Funke. Darum ist man ihm gefolgt. Die Partisanen? Das wusste ich nicht. Er war mein Vater und ihr Anführer. Das sind große Fußstapfen. Ja, richtig. Aber solange es keine Leiche gibt, habe ich Hoffnung. Die Hoffnung hält uns am Leben. Freuen Sie sich über Ihren kleinen Sieg am Viadukt? Genau wie Sie es wollten. Dafür danke ich Ihnen, Lieutenant. Aber die Partisanen hängen an einem seidenen Faden. Wir brauchen Munition, Treibstoff, Medizin. Heilige Madonna, vor allem Medizin. Typhus? Er grassiert in Alagra. Auch ein paar unserer Leute zeigen schon erste Symptome. Wir wissen, dass die Nazis einen Impfstoff über die Werft transportieren. Wenn sie herausfinden, wo er lagert. Ich gebe mir Mühe. Da stehen ja noch einer. Was ist denn das? Lucio. Lucio. Was bedrückt Sie denn? Ein Mann namens La Terza, der Hafenmeister. Ein Freund von Ihnen? Ich kenne niemanden, der so durch und durch verdorben ist. Außer Böhm natürlich, diesen Mistkerl. Also kein Freund. Er ist ein Verräter. Er hat viele unserer Leute in den Tod geschickt. Man sollte an ihm ein Exempel statuieren. Ach ja. So, die Liste wird länger. La Terza. Gut. Dort war das Licht. Vorsichtig. Hier wimmelt es von Wachen. Ich bleibe lieber im Schatten, um Informationen zu sammeln. Ist Him und Lieder, 26 Jahre alt, seit May auf der Werft stationiert. Gut, Him und Lieder. Aber da hinten ist noch einer, das sehe ich von hier. Schauen uns die Map an. Das war Him und Lieder, hier steht einer und hier steht auch einer. So. Gut, wir schleichen mal hier vorbei. Der geht auch noch Patrouille. Bleibt er hier stehen? Ja. Das ist ja ein schönes Lager. Gut. Es ist zu leise. Schade, dass es hier kein Geschützfeuer gibt. So, was haben wir hier drüben? Ja. Wir markieren mal. Schaden kann es ja nicht. 165 Meter. Ist auch etwas. Hier irgendwo ist auch ein Soldat. Gut,
Ah, okay. Da unten ist... Okay. Fansucht. So, schau mal. Ja, das Gefühl täuscht dich nicht. Da unten. Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht verstecken. Ja. Zumindest jetzt ein wenig kann ich mich verstecken. Da ist nichts. Der eine, der sich da... Ja, hier. So. Ist es soweit? Ja, es ist soweit. So, und jetzt geht's los. Aber da war doch noch einer, oder? Ach da. Gut. So. Ach verdammt. Ja gut. Von hier aus müssten wir eine gute... So. Nein, ist er nicht. So, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.